Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit dem Thema meine schlimmsten und peinlichsten Erlebnisse in Japan. Mit coolen Kameraständer diesmal und wow, Leere. Wahnsinn. Nur mal vorab, also so etwas Schlimmes wie Sekuhara wird es auf jeden Fall nicht sein, wobei ich so etwas Ähnliches erlebt habe. Und zwar gehe ich selten in die Takeshita-Dori, wenn es wirklich sehr voll ist. Also sprich, ich gehe da eigentlich eher morgens hin. Es war ein ziemlich regnerischer Tag und die Straße war wirklich wie leer geputzt. Ich bin in eine Drogerie reingegangen und ich habe mir irgendwie Zeugs schnell gekauft und bin dann wieder rausgegangen. Der Eingangsbereich war relativ groß. Mir kam ein Amerikaner entgegen und ich habe mich schon sehr gewundert, weil er mir ziemlich nahe kam. Und ja, ich meine, ihr kennt sicherlich solche Ladeneingänge, da ist ziemlich viel Platz, aber der kam halt immer näher dran und hat irgendwie so vorgegaukelt, als sei er in mich reingelaufen, um mir dann über den Arm zu streicheln, langsam und widerlich und zu sagen, oh sorry. Und ich dachte mir nur so, und bin einfach weitergegangen. Boah, und eines meiner peinlichsten Erlebnisse, also für mich persönlich, weil es mir immer noch so leid tut, das hat sich in Sapporo zugetragen. Ich war mit Ken abends essen in einem Izakaya und hatte schon ein bisschen was intus. Ja, ich habe einen wunderschönen Sake vorgesetzt bekommen und den habe ich auch genüsslich getrunken. Den habe ich auch sehr schnell gemerkt. Die Kellnerin hat irgendwann angefangen mit uns zu reden und sie hat mich etwas gefragt. Ich weiß nicht warum und wie ich darauf gekommen bin. Ich habe keine Ahnung, denn es sind die simpelsten Sätze, die man überhaupt zu hören bekommt. Auf jeden Fall habe ich sie so verstanden, als hätte sie mir gesagt, ja, wie gut sprichst du denn Japanisch oder wie gut ist dein Japanisch? Und ich habe halt so geantwortet, so, Mama. Und plötzlich hat sie total schockiert geguckt und total angegriffen. Und ich dachte mir, hä? Was ist denn los mit der Ollen, hä? Und Ken hat mich halt korrigiert, hat gemeint, ja, nee, sie mag Japan. Und ich so, scheiße, oh mein Gott, warte, was hat sie denn gefragt? Also, ja, ob du Japan magst. Und du antwortest mit so, ja, so lala. Ich so, scheiße, nein, es tut mir leid. Oh mein Gott, nein, das habe ich so nicht gemeint. Und sie hat es mir irgendwie nicht geglaubt. Ich war von dem Moment an irgendwie unten durch in dem Izakaya und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr froh, als wir wieder draußen waren. Das ist eigentlich sehr merkwürdig, denn eigentlich normalerweise, wenn ich Alkohol trinke, wird mein Japanisch besser. Das ist voll komisch. Es war kein guter Tag dafür. Auf jeden Fall war mir das wirklich sehr, sehr peinlich. Also passt immer gut auf oder fragt nochmal nach, wenn ihr irgendetwas von Japanern gefragt werdet. Nicht, dass es euch so ergeht wie mir. Ja, das nächste Ereignis war im Sommer. Es war wahnsinnig heiß und ich habe überlegt, boah, was kann man denn essen? Es ist zu heiß, um überhaupt irgendwas zu essen. Es ist zu heiß, um überhaupt zu atmen und zu leben. Und Ken hat dann halt gemeint, ja komm, lass uns zu irgendeinem lokalen Soba-Restaurant halt gehen. Und ich so, ja, boah, gern, komm, Soba geht immer. Yeah, cool. Und ich habe mir halt so meinen normalen Favorite bestellt, halt Soba mit ganz viel Tempura. Und das Beste ist natürlich die Garnele, die Ebi-Tempura. Ich weiß nicht, was an dem Tag los war, ob es zu heiß war, ob ich irgendwie einen innerlichen Brain-Kollaps hatte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Stäbchen genommen, das Tempura-Ebi genommen und wollte es in die Soße eintunken. Bis es mir, ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Ich meine, ich esse jeden Tag mit Stäbchen so flutsch, auf dem Boden landete. Ich war so panisch. Ich habe in einer Highspeed-Geschwindigkeit die Ebi hochgetan und halt so in so eine Serviette eingewickelt. Das kann nicht sein. Oder kann ich das essen? Ich weiß es nicht. Nein, scheiße, oh mein Gott. Japaner, die wertschätzen total das Essen und das ist das Schlimmste, was mir je passieren konnte. Es war mir so peinlich und ich habe den Rest. Ja, dieses Mittagessen sah halt die ganze Zeit eine Visage gezogen, von wegen, oh mein Gott, es tut mir so leid, ich habe so ein Reuegefühl und ich bin so ein schlechter Mensch und oh nein, und sie hassen mich jetzt alle und wie kann ich nur. Und scheinbar war das irgendwie schlimmer, als dass die Ebi runtergefallen ist, dass ich halt dieses Gesicht gezogen hätte, als würde es mir nicht schmecken. Ja, das war irgendwie auch total ein sehr unangenehmes Gefühl und seitdem wollte ich da auch nicht mehr essen, weil ich mir dachte, nein, scheiße, die kennen mich jetzt und ich werde als diejenige in die Geschichte eingehen, der dumme Gaijin, der die Ebi fallen ließ.
Ja, und halt grimmig reingeschaut hat am Ende. Ja, sehr peinlich. Mir ist es seitdem auch nie wieder passiert. Ich weiß gar nicht, wie sowas passieren kann, wenn man tagtäglich mit Stäbchen isst. Also es ist wirklich. Ja, in einem hohen Bogen, ja, auf den Boden geflatscht. Und ja, die anderen Besucher haben das halt auch gesehen. Und ich dachte mir so, nein. Nein, nicht in einem Land, wo das Essen so geheiligt wird. Nein. Ja, das war wirklich peinlich. Boah, und dann ist mir noch was Blödes passiert. Das ist aber eher so ein Housewife-No-Go. Und zwar wasche ich ja immer Wäsche und alles und bla bla bla. Alles super toll. Ja. Dazu muss ich sagen, mein Mann hat, wie viele iPhones hat er? Zwei oder drei, glaube ich. Drei. Drei hat er momentan, genau. Also eins ist aber auch von der Arbeit. Er hatte aber auch noch sein altes iPhone. Ja, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Irgendwie ist dieses Ding im Wäschekorb vorher gelandet und als ich dann mit der Wäsche fertig war und den Beutel so ausgeleert hat, liegt da plötzlich ein iPhone auf dem Boden. Alter, nein, das ist jetzt nicht wahr. Da liegt jetzt nicht sein iPhone. Ich habe das jetzt nicht mitgewaschen. Nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft. Ich war voll Panik geschoben, alle. Oh nein, soll ich es ihm sagen? Und wie sage ich es ihm? Der bringt mich um und oh mein Gott. Und er nur so, boah. Schogernei. Also, ja, wow, man kann da nichts machen, passt schon. Ich so, ja, man kann's in Reis tun. Und ohne Scheiß, es hat wirklich funktioniert. Ich habe dieses blöde iPhone in eine Art Tupperware gepackt und dann 5 Tage lang quasi mit Reis überdeckt. Und es geht wieder. Es ist total krass. Also nicht, dass ihr das jetzt auch ausprobieren wollt oder sollt oder ja, aber wenn euch das jemals passiert, probiert es mit Reis. Das funktioniert tatsächlich. Also ich habe mich wirklich gewundert und ich war wirklich heilfroh. In der Sprachschule wurde mir ständig gepredigt, nehmt immer eure Alien-Karten mit, am besten auch noch den Passport, also egal wo ihr hingeht, schleppt immer den ganzen Mist halt mit. Wir waren Snowboarden. Und ich dachte mir, naja, okay, mit der neuen Jacke, da passt halt mein Portemonnaie nicht rein. Dann habe ich halt so einen kleinen Zipbeutel genommen und dort Geld reingetan und meine Alien-Karte, weil meine Alien-Karte muss ich ja ständig mit mir, ne, mittragen. Wir sind essen gegangen und das Essen hat sehr lange gedauert mittags. Und ich musste aber dann zur Snowboard-Schule, die ging dann weiter am Nachmittag. Und es war sehr, sehr knapp zeitig. Und ich so, scheiße, nein, ah fuck, ich muss aber jetzt dahin und oh nein! Auf jeden Fall auf dem Weg dahin spüre ich so in meiner Tasche, mein Beutel ist nicht da. Scheiße. Mein Beutel, mein kompletter Beutel. Okay, es waren nur noch ein paar Münzen drin, aber egal. Meine Karte ist weg. Nein, ich bin jetzt illegal in diesem Land. Und der Snowboard-Lehrer so, ja, hey, wir wollen weitermachen. Ich so, nein, warte, ich muss nach meiner Scheißkarte suchen. Hat überall rumgefragt. Wir haben die alle kirre gemacht. Ich so, wo ist meine Karte? Wo ist meine Karte? Die muss doch irgendwo sein. Ich verliere, ohne Scheiß, wirklich, ich verliere nie etwas in meinem Leben. Ich habe noch nie etwas verloren. Und es war so ein unangenehmes Gefühl. Ich habe mich so nackt gefühlt ohne diese Karte. Das war so. Das kann doch nicht sein, die muss doch irgendwo sein. Ja. Am nächsten Tag dann haben wir auch ständig gefragt, haben Sie etwas gefunden? Ich habe sogar Mülleimer durchsucht. Auch das habe ich gemacht, aber nichts. Nada, niente. Am nächsten Tag dann im Hotel, ich ziehe so meine Jacke an. Plötzlich raschelt etwas. Ich so. So Münzen rascheln. So meinen Arm, so meine Innentasche und holt dann diesen blöden kleinen Zipbeutel raus. So, guck mal, was ich gefunden habe. Das war auch, also da, ja. Ich hatte nämlich auch schon alles rausgesucht, von wegen, wann muss ich zum Immigration Office und ich muss so einen Wisch ausfüllen für eine neue Alien Card und alles. Und ja, es war nur in einer anderen Tasche drin. Peinlich oder echt blöd. Die nächste Geschichte werde ich inszenieren. Die war mir so unangenehm, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel damit zu tun hatte. Nur leider stand diese Person wahnsinnig nah in der Bahn neben mir. Aber seht selbst. Warte mal, was zum Alter, was guckt der sich da an? Oh, komm, ey. Oh, so dick.
älter als